Die texanischen Einsatzkräfte waren fassungslos. In einer abgelegenen Gegend nahe der Metropole San Antonio sind auf der Ladefläche eines Lastwagens die Leichen von 46 Menschen entdeckt worden. Den grausamen Fund machte ein Stadtangestellter, nachdem er einen Hilfeschrei gehört hatte. Die Polizei sprach von einer Tragödie. Es handle sich wahrscheinlich um einen Fall von Menschenschmuggel. 16 Menschen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, darunter 4 Kinder. Die Überlebenden hätten unter schwerer Dehydrierung gelitten, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zur Nationalität der Menschen wurden nicht gemacht.